Ich habe neulich mein iPhone 5 wiedergefunden. Und jetzt habe ich mir gedacht, komm, ich mache mal zum Spaß einen Vergleich mit meinem iPhone 13 Pro Max, was ich bisher hatte. Und da sind echt dramatische Dinge rausgekommen. Und jetzt hat mein Vater sich das neue iPhone 16 Pro Max gekauft. Und ich habe mir gedacht, jetzt mache ich mal einen vollen Vergleich daraus. Viel Spaß. Ja, ich weiß, es ist irgendwie schon komisch, ein fast über 10 Jahre altes Smartphone mit einem der neuesten Flaggschiff-Smartphones zu vergleichen. Und das sehen wir auch an den Specs. Wenn wir uns mal das iPhone 5 angucken, dann sehen wir, dass diese Hauptkamera nur 8 Megapixel hat. Und noch schlimmer, die Selfie-Kamera hat nur 1,2 Megapixel. Aber auch nicht nur das ist beim iPhone 5 anders, nämlich dieser Hauptsensor besteht nämlich nicht auf einer normalen 24mm Linse, wie es jetzt die neuen Smartphones alle haben. Nein, das iPhone 5 besitzt nämlich eine 33mm Linse. Das heißt von der Zoom-Intensität, dass ihr, wenn ihr bei eurem neuen Handy auf 1,5 gehen würdet, dass das dann ungefähr dem Bildausschnitt von dem iPhone 5 entsprechen würde. Ja, wenn wir dann zu dem iPhone 16 Pro Max kommen, sehen wir dann, dass die Hauptkamera dann 48 Megapixel hat, statt hier 8 Megapixel. Und nicht nur das, sie hat auch noch weitere Kameras, nämlich noch einmal eine Ultraweitwinkelkamera und noch eine Telekamera, die dann einen Vergrößerungsfaktor von 5 mal hat. Jetzt weiß ich aber als Fotograf, dass die Megapixelanzahl keine große Rolle spielt, wenn die Sensorgröße sich nicht auch automatisch vergrößert. Hier habe ich aber auch gute Nachrichten für den Hauptsensor des iPhone 16 Pro Max. Der Hauptsensor ist hier nämlich 1 zu 1,28 Zoll groß, wo der noch beim iPhone 5 bei 1 zu 3,2 Zoll groß war. Der ist wirklich immens größer geworden, was man alleine auch schon an diesen Linsen hier vorne sieht, die ja nämlich einfach nur riesig geworden sind. Hier hat er sogar noch in das Gehäuse reingepasst. Man hatte also gar keine Hervorhebung mehr. Man kann das einfach auf den Tisch legen und es wackelt gar nichts. So, wir sehen es also von den Specs her, ganz klare Verbesserung bei den neueren Smartphones. Jetzt wollen wir uns aber einfach mal die Beispielbilder angucken, die ich mit den beiden Smartphones geschossen habe. Nur zur Info, ich habe hier die ganzen Automatic-Settings genutzt, also habe wirklich nichts an dem Bild noch rumgeschraubt, habe auch kein RAW benutzt, was ja bei den neuen Handys auch geht, also wie es so der Normalnutzer auch machen würde. Was sagt ihr? Wie fandet ihr die Bilder? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, welches ihr besser fandet. Ich kann es euch jetzt schon mal ein bisschen vorwegnehmen. Das iPhone 5 verarbeitet die Bilder einfach viel weniger als das iPhone 16 Pro Max. Was das für Auswirkungen hat, besprechen wir jetzt. Zum Beispiel hier in diesem Foto. Da habe ich mich bewusst dafür entschieden, mich ans Fenster zu stellen, sodass das Licht schön auf mich kommt. Jetzt ist der natürliche Effekt auch von einer Kamera, dass dann, da ich das Hellste bin, dann alles andere automatisch dunkler wird. Was hat das iPhone 16 Pro Max gemacht? Es hat alles hell gemacht. Die Schatten hell, alles hell. Und das finde ich bei dem iPhone 5 auf jeden Fall besser, da es nämlich hier einfach einen größeren Kontrast gibt, wie es ja auch sein soll. Das nächste Beispiel, was ich euch zeigen möchte, habe ich jetzt nicht mit dem iPhone 16 Pro Max aufgenommen. Wollte ich eigentlich auch noch nachschießen, aber letzten Tage hat einfach die Sonne nicht geschienen. Deswegen muss ich das jetzt dann dieses Beispiel noch einmal nehmen. Auf diesen zwei Bildern seht ihr jetzt einmal die gleiche Szene. Halt nur ist die völlig komplett anders belichtet. Auf dem iPhone 5 sehen wir, dass die Schatten viel, viel dunkler noch abgebildet sind und es gibt, wie gesagt, viel, viel mehr Kontrast. Das iPhone 13, so wie es das iPhone 16 auch gemacht hätte, bringt diese ganzen Schatten hoch. Und man erkennt zwar viel mehr in den Schatten, aber das iPhone 5 sieht hier einfach viel mehr wie eine richtige Kamera aus, wie es diese Kamera auch gemacht hätte. Aber gut, ich will jetzt auch nicht mal so sein. Ich muss ja auch dazu sagen, dass man das Ganze mit dem iPhone 16 Pro Max genauso hinkriegen kann. Man muss halt nur immer aktiv die Belichtung aktiv runterregeln, sodass dann auch diese natürlichen Kontraste entstehen. Und beim iPhone gibt es ja auch noch weitere wirklich beeindruckende Features, die das iPhone 5 noch gar nicht hatte. Nämlich zum Beispiel den Porträtmodus, der beim iPhone 16 Pro Max einfach nur mindblowing gut funktioniert. Zum Beispiel habe ich hier in diesem Foto versucht, durch einen Feigenbaum durchzufotografieren, wo einfach nur überall Äste waren und trotzdem hat das iPhone 16 Pro Max das wirklich gut hinbekommen. Dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit, beim iPhone 16 Pro Max weiter reinzukroppen, wegen den vielen Megapixeln. Dadurch entstehen wiederum bessere Porträts, weil die dann nicht so verzerrt sind. Und ja, man hätte auch theoretischerweise noch mehr Kontrolle über die Bilder, wenn man den RAW-Modus anmachen würde. Aber wie gesagt, darum soll es in diesem Video nicht gehen. So, jetzt kommt das Thema Video. Darauf habe ich mich besonders gefreut. Und hier hat mich jetzt als erstes mal die Stabilisation so ein bisschen interessiert. Da habe ich dann mal draußen eine Laufszene aufgenommen. Nein, war natürlich nur ein Spaß. Ich habe das Ganze mit einem Gimbal aufgenommen, bei beiden Handys. Und klar, das iPhone 5 sieht so normalerweise eigentlich nicht aus. Hier jetzt nochmal die richtige iPhone 5 Aufnahme. Das wackelt hier halt einfach nur mal ein bisschen mehr. Was mich aber beim iPhone 16 Pro so erstaunt hat, ist, dass als ich das Gimbal dann weggenommen habe, dass das
eigentlich fast gleich aussah. Das bewegt sich so stabil, das kann man gar nicht glauben. Ich kann auch nur jedem abraten, heutzutage einen Gimbal zu kaufen für sein Handy. Weil die einfach schon so krass gut stabilisieren, das braucht niemand mehr. Also wir halten fest, das iPhone 16 Pro hat schon mal eine viel, viel geilere Stabilisation als die beim iPhone 5. Und wenn man am Rennen, dann sind die Ergebnisse noch viel klarer. Das iPhone kann ich einfach nicht glauben, was es da für Ergebnisse einfach hinhaut. Das ist einfach nur beeindruckend. Und das war jetzt noch im normalen Videomodus. Wenn man dann auch noch den Action-Modus anmacht, dann sind die Unterschiede noch größer, was ich euch jetzt hier einblende. So, jetzt haben wir das Thema Stabilisation durch. Jetzt kommen wir zu der Qualität des Videos. Und jetzt haben sich die Dinge im Vergleich zur Fotografie wieder drastisch geändert. Denn vorher hatten wir zum Beispiel noch einen Porträtmodus, der faszinierende Bilder gemacht haben, die annähernd an eine Kamera sogar aussehen. Im Videomodus ist das etwas anders. Apple versucht zwar genau das Gleiche zu machen mit diesem Kinomodus, wo man dann Hintergrund und Schärfe in das Video dann hinzurechnet, aber das klappt einfach noch nicht so gut. Muss man einfach mal ehrlich sein, das sieht immer beschissen aus und eigentlich nicht zu gebrauchen. Das bedeutet jetzt also, dass die Belichtung jetzt im Video noch viel, viel wichtiger geworden ist. In diesen Fitnessstudio-Aufnahmen ist das Problem ganz klar erkennbar. Das iPhone 16 Pro Max hat eine viel zu hohe Dynamic Range, auch bekannt als HDR, den ich übrigens ausgeschaltet habe. Nur ist es diesmal nichts Positives. Bei Kameras wird so etwas häufig dafür verwendet, dann zu sagen, ey, die Kamera hat jetzt noch eine höhere Dynamic Range und sie kann mehr Details in den Schatten bieten. Das gilt aber bei den Kameras für die RAW-Aufnahmen. Das heißt, man hat die Möglichkeit, die Schatten hochzuziehen und somit mehr Details daraus zu kriegen, ohne jetzt ein hohes Rauschen zu haben. Aber wie gesagt, hier ist das nichts Positives. Hier sieht das Video einfach nur komplett Smartphone-like aus und man sieht direkt das, was mit einem Handy aufgenommen wurde. Blöd, bei einem iPhone 5, das hat mich wirklich überrascht, das sieht aus, als wenn das mit einer Kamera geschossen wäre. Krass, kann ich einfach nur dazu sagen. Und klar, theoretischerweise von den Specs her ist das iPhone 16 Pro Max hier wieder ganz klar vorne. Das iPhone 16 Pro Max kann zum Beispiel in 4K aufnehmen und das bis zu 120 FPS. Das iPhone 5 scheitert schon bei Full HD bis zu 60 FPS. Es kann nämlich nur bis zu 30 FPS aufnehmen. In Full HD. Mehr nicht. Aber wenn wir jetzt auch mal ehrlich sind, geh mal in deine Einstellungen von YouTube, scroll mal ein bisschen runter und dann siehst du, dass du das Video sowieso nur in 720p guckst. Obwohl meine Kamera gerade in 4K aufnimmt und du theoretischerweise eine viel bessere Qualität angucken könntest. Full HD reichen also für die meisten Zwecke vollkommen aus. Um den Test jetzt aber auch nochmal weiter zu treiben, habe ich jetzt das iPhone 5 auch mal in meine normale Studiosituation gebracht. Ich habe Stativ aufgebaut und mich einmal hingesetzt. Ich will euch jetzt mal eben die schlechte Audioqualität ersparen, deswegen nehme ich das jetzt mal eben auf dem Mikrofon auf. Hier sehen wir jetzt gerade das iPhone 16 Pro Max in dem Standardvideo in 4K mit 24 FPS. Normale Einstellungen, ich habe nichts dran verändert. Jetzt wechseln wir zu dem iPhone 5 und wir sehen, die Belichtung hat sich wieder drastisch geändert. Die Schatten sind jetzt nicht mehr so übertrieben aufgehellt und das Bild ist sogar fast schon ein bisschen zu dunkel, was für ein iPhone komplett untypisch ist. Wenn wir jetzt mal meine große Kamera daneben stellen, sehen wir, dass das iPhone 5 schon viel näher daran kommt als das iPhone 16 Pro Max. Und das ist schon erstaunlich für ein 1200-Euro Gerät. Wenn nicht sogar teurer. Aber auch hier muss ich noch einmal fairerweise erwähnen, dass das iPhone 16 Pro Max theoretischerweise auch mithalten könnte, wenn man in den Apple-Lock-Modus geht. Wenn man sich dann die Mühe macht, dann das Ganze zu colorgraden, dann kann das dann auch schon mit dann sogar fast mit einer Kamera mithalten und es sieht schon meilenweit besser aus als das 16 Pro Max in den normalen Modus. Aber wie gesagt, darum geht es in diesem Video nicht. Wir wollen bei den Standardeinstellungen bleiben, die auch normalerweise alle anderen nutzen würden. So, Fazit. Ich muss sagen, das iPhone 5 hat mich in diesem Test wirklich beeindruckt. Klar, das iPhone 16 punktet hier wirklich mit
besten Einstellungen, die man nur haben kann. 4K mit 120 FPS, 48 Megapixel, 3 Kameras in einem Smartphone verbaut und Hammer Videostabilisation. Das ist technisch gesehen einfach krass. Aber meiner Meinung nach ist Apple ein bisschen zu sehr in die Richtung gegangen, dass die Videos zu sehr und zu krass bearbeiten. Dass wirklich alle Schatten aufgehellt werden und nur noch diesen krassen HDR-Effekt haben. Das sieht manchmal gut aus, aber manchmal halt auch eben nicht, wie man in diesem Test jetzt gesehen hat. Heißt das jetzt also, dass ihr euch lieber ein iPhone 5 kaufen solltet, statt dem iPhone 16 Pro Max? Nein, auf keinen Fall, das meine ich gar nicht. Abgesehen davon funktionieren auch so welche Apps wie WhatsApp oder YouTube gar nicht mehr. Also schon ein K.O.-Kriterium. Achtet einfach in Zukunft darauf, dass ihr dann vielleicht mal auf eurem iPhone die Belichtung ein bisschen runterregelt, sodass dann dieser krasse HDR-Effekt dann nicht zu scheiße aussieht und habt ihr auch direkt ein viel schöneres Image. So, das war's jetzt aber mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich verabschiede mich. Ciao.